Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei der Horde, die einen Tag zu früh dran ist, aber gut, mit dabei der Extreme. Moin Moin. Und der Spotty. Ja moin. Hör auf mich zu ziehen. Danke. Oh, Entschuldigung. So, jetzt reicht's mir. Weil zwei Kreischer und beide schreien, beide eine scheiß Horde anlocken. Ja, da hatten wir die Wand hier durch und dann wurden wir netterweise begrüßt. Von die mit den großen beschützen hier. Ja, es reicht mir jetzt. Ja, ich mache mir hier den Rahmen fertig. Den Rahmen habe ich gesetzt, damit wir keine Spider-Zombies hoch können und wir halt gemütlich von außen in unsere Base rein können. Weil wir haben das unten dicht gemacht, wir haben jetzt keinen Eingang mehr, keinen direkten. Keine Aufgaben. In die Schmiede können. Also in die Mine können, meine ich. Gut, ich habe kein Holz mehr. Und wie kommen wir jetzt raus und rein? Ja, da war ich ja eigentlich doch dabei, das zu konstruieren. Ah. Aber dann kam ja hier, ne? Unsere Freunde. Können wir nicht durch den Headshot sterben? Ach, mein Bogen ist kaputt. Ich wundere mich schon, warum ich keine Pfeile mehr schieße. Mal gucken, ob der Bogen mehr Schaden macht. Also ganz Sinn ergibt das ja auch nicht, was ich hier mache. Ja, den Schaden sieht man gar nicht. Selten. Nicht von hier aus zumindest. Ja, Beinbruch incoming. Aber was muss, das muss, ne? Ich hab das Gefühl, es werden immer mehr Zombies. Ich springe. Oh, hab keinen Beinbruch. Zufall. Hallo. Na? Dann lockst du mal weg, ja. Alter, das werden echt immer mehr, oder? Einer ist tot, 10 Milliarden sind noch da. Ich hab das Gefühl, die vermehren sich. Ja, vor einem Kill kommen drei neu, oder was? Gefühlt schon. So unfassbar. Ich will nicht wissen, wie die Horde wird. Die werden alle sterben. Kommen wahrscheinlich nur drei pro Spieler. Also drei Horden. Wahrscheinlich. Roadrunner. Hab ich als Buffer, wenn wir in der Straße sind. Oh, der hat keinen Kopf mehr. So, noch einer Wäsch. Das Gute ist, die haben mir schon stellenweise die Erde weggemacht, die mussten nämlich eh weg. Was zum Teufel, die ist bei mir weiß. Hier ist ein Textfehler. Krankenschwester? Nee, hier so eine. Die hier, die ist. Die flackert bei mir auf jeden Fall. Jane Zombie heißt die. Ja, bei mir ist sie normal. Oh. Ich hab was Nettes gefunden und zwar. Okay, Kill, spring, Kill, spring! Nein. Spring! Ich wollte den Aufgang ja jetzt eigentlich machen. Jetzt in aller Ruhe sind die Zombies ja mal weg. Ja, damit wir einen vernünftigen Ein- und Ausgang haben, damit die Zombies halt nicht mehr halt die Türe aufkloppen und wir halt eigentlich safe rein können, die Zombies aber halt nicht. Ist gut. Und zwar so. Oh, ich bin tot. Ah. Lol. Warum? Was? Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Bin zu früh gesprungen. Was? Zu früh gesprungen? Hä? Ja. Wieso gesprungen? Von wo? Was? Hier oben, wo wir springen müssen, um nach oben, ganz oben zu kommen. Ach so. Ja. Naja, ich kann ja erstmal ein bisschen Steine weiter abbauen, weil der Extreme muss ja erstmal den Eingang für uns fertig machen. So lange kommen wir ja nicht raus. Ja, ich kann mal eben. Mein Bein ist erstmal gebrochen. Hier Heu mal hinmachen, dann kann man ja wenigstens runterspringen. Guck mal, gute Idee, da kann ich mich weiter Federn sammeln. Hier, wo diese Planke quasi ist. Dann kann ich mal eben Holz holen, sonst kann ich hier nichts weiter bauen. Ich weiß nicht, ob Heu auch in der Realität einen 300-Meter-Fall auffängt. Also bei Assassin's Creed schon. Locker treiben. Ah.
Das Judoi. Also. Das Judoi. Ahoi. So. Ich werde versuchen, jetzt auch keine Zombies abzuknallen, sondern mich eigentlich lediglich nur auf Federsuche begeben. Ja, ist ja gut. Dass ich nochmal so viele Pfeile wie möglich irgendwie mal zusammenkriege. Und wenn ich große Zombies finde, werde ich sie natürlich mit nach Hause bringen, klar. Ja. Und was wir auch dann halt machen sollten, müssen wir vielleicht mal ein paar Bäume in also so langsam nahe des Turms bauen. Ich meine, doch geht es, aber so nach und nach. Bäume hinsetzen? Ja, neue. Jo, ich habe 18 Sporen eingepackt. Killy ist der Farmer, Killy macht es. Ja, ich bin der Farmer, nicht der Förster. Außerdem haben wir eventuell herausgefunden, wie wir gegrilltes Fleisch machen können, abseits der Aufnahme, also zwischen den Folgen gerade. Das kann der Killy natürlich. Der Killy ist unser Farmer, der kennt sich aus, der kann es ja... Ah, leck dich doch. Ach ja, das war mit dem Kochgrill, ne? Mit dem Kochgrill. Oder nur den Grill. Na, das ist auf ist das Level eine, 5. Ist das, was ist das für eine Ader? Oh, eine Eisenader, okay. Ja, geil. Was soll ich sagen? Auf Level 5, wo war's? Seite 9, ne? Ich glaube, Seite 9, zweite von unten. Genau, Survival Skills machen kann. Dann kann ich nämlich Kochtöpfe, einen Kochgrill und sowas herstellen. Und nee, das da unten. Das da unten. Grill. Lern erstmal Grill für 5 Punkte. Mit? Da unten steht einfach Grill. Und da wir, gegrilltes Fleisch machen wollen, brauchen wir wahrscheinlich einen Grill. Ja. Den erstmal lernen. Der kostet auch die Hälfte am Punkten. Hm? Guter Deal? Ja. Gut Deal? Voraussetzung Waffenschmied 1. Dann wärst du dir wohl die 3 Punkte in die Hand nehmen und Waffenskill 1 lernen. Das war zu viel. Ja, auf Level 5. Dann wärst du dir mehr Punkte in die Hand nehmen und auf Level 5 lernen. Oh, nein. Server Error? Ja. Was ist da passiert? Ich habe gerade Error irgendwie end. Ich kann nichts mehr öffnen. Was hast du kaputt gemacht? Ich habe gar nichts kaputt gemacht. Ich kann nichts mehr öffnen. Sponti, was hast du kaputt gemacht? Ich kann nichts mehr öffnen. Extreme, ich habe Angst. Du hast irgendwas kaputt gemacht, gibst du. Extreme, ich habe Angst. Kann ich was abbauen? Ich kann aber noch abbauen. Ich kann nichts mehr öffnen. Ich kann keine Vogelnester mehr looten. Das ist ja großartig. Ja, hast du super hinbekommen. Und die Zombies reagieren nicht mehr auf mich. Kann ich sie jetzt einfach... Ich kann auch nichts öffnen. Ist ja geil. Ich kann die Zombies einfach töten. Ich kann auch nichts mehr öffnen. Ja, ich meine, ich kann sie nicht looten, aber ich kann sie einfach verprügeln. Ja, Alter. Abbauen und so kann ich auch noch, aber... Alter, ich brauche mehr Zombies. Wo sind Zombies? Das nutze ich ja jetzt sowas von aus. Okay, hätte das nicht zur Horde passieren können? Und ich kann Pflanzen sammeln. Ich habe zwar kein Geräusch mehr dabei, aber ich kann die sammeln. Ja, nice. Wow, super. Geil. Wenn ich das Nest jetzt abbaue, kriege ich denn trotzdem den Inhalt? Sponti hat den Server kaputt gemacht. Ah, lecke mich an die Eier. Nein, danke. Na, hör auf. Ich weiß, wie sehr du es willst. Bitte was? Ich level auch gerade ganz gut Bauwerkzeuge. Das war ja gut, denn ich brauche nein. Der... Was? Ich versuche gerade nach Hause zu kommen, aber er lädt die Welt nicht. Ja, das bedeutet, wir müssen jetzt wohl wahrscheinlich alle mal live nochmal raus und nochmal rein, ne? Warte mal. Ich glaube, das macht kein Spondy. Lieber jetzt als später. Komm, jetzt live in der Folge. Ciao. Live in der Folge. Wie geil ist das? Guck mal, das ist der Hauptbildschirm von den Rest. Geil. Oh, guck mal. Wenn ich jetzt was drücke, stürzt das Spiel ab. Ich drücke mal nichts. So. Start. Oh, Sponti. Warte. Ja, das ist einfach wow. Wunderschön. Ist der Extreme wieder drinne? Ich initialisiere gerade die Welt. Dann initialisiere mal. Schneller bin dabei. Es wird gestartet. Wenn schnell geht, macht nichts. Creating Player. Umgebung wird erstellt. Halleluja. Ah, oh, der Extreme ist nicht online. Doch ist er. Hä?
Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Und einen anderen Namen. Ich übersehe auch. Guck immer nach ganz unten, weißt du, weil er bei mir eigentlich immer ganz unten steht. Auf jeder Liste, egal welcher Liste. Steht er immer ganz unten. Mhm. Und das sind mich so verwirrt, dass es auch immer nicht mehr so ist. Das Beste kommt zum Schluss, ne? Er hat sich hochgeschlafen. Bis er nicht mal am Ende. Ja. Also bist du schlechter geworden. Umgebung wird erstellt. Ja, der Abstieg, ne, der Soziale, der trifft irgendwann jeden. Ja, trifft alle, ja. Die Inflation. So, bin drin. Ja. Oh, ich auch. Ja, ich initialisiere schon die World. Hier wird gestartet. Ausleckt. Oh, ich hab Zombies in meiner Nähe. Wahrscheinlich spawnt er direkt vor mir. Ich kenne ja mein Glück. Mhm. Spiel wird gestartet. Ein ziemlich langes Spiel. Generating Distance, Therian. Ui, geil. Und hier noch. So. So. Ah, ich bin wieder da. Kann wieder Vogelnester suchen. Was zur Hölle? Das hat 3000 Haltbarkeit. Okay. Ja, ich muss eine neue Schiene craften, weil er die nicht genommen hat. Geil. Geil, Vogelscheiße. Was? Geil, ey, Federn. Dicker Mann. Oh, leck mich doch, Musch. Hey, danke. Alter, das kann doch nicht sein. So, der Aufgang ist jetzt fertig, der Auf- und Abgang. Damit können wir jetzt immer safe, aber wirklich sowas von safe, hey, hier rein und raus. Essen und die weg. Zombies kommen hier nicht rein, nicht raus. Jetzt müssen wir nur noch die Stacheln setzen. Da habe ich jetzt ein paar. Da. Ich höre schon wieder eine Kreischerin, das kann doch nicht wahr sein. Alter, wie viele Zombies? Das Spiel will uns doch verarschen, ne? Es ist doch oben alles aus, oder nicht? Oben, also ich habe alles auf. Ja, außer der Kochgrill. Oh, so, das ganze Fleisch ist jetzt weggebackt. Aussieht. Oh nein. 45 Stück Fleisch ist weggebackt. Oh nein. 45! Jupp. Na, Glückwunsch. Wow. Also okay, das sind zu viele. Das ist zu viel Munitionverschwendung und ich wollte auch gar nicht kämpfen. Ich halte mich nicht mal an das, was ich selber gesagt habe. Oh, hier ist noch eine Kreischerin. Sag mal. Sag mal. Natürlich ist eine Kreischerin auch, Mann. Hör mal, du Früchtchen. Wo kommen denn du und deine hässlichen Schwestern her? Ist ja zum Schreien. Gott, jetzt leckt's auch noch. Aber der kann wirklich nichts dafür. Der hat das Spiel nicht gemacht. Ich hab das Gefühl, jetzt durch den Neustart sind mehr Zombies da. Ja. Ich komme und bring Freunde mit. Aber ich da noch zu looten, Alter. Das Looten dauert doch so ewig lange. Jetzt muss man eigentlich ausgehen. Eigentlich muss man alles gehen. Das ist das Traurige. Ich bräuchte echt Hilfe jetzt mal langsam. Ja, ich bin ja unterwegs. Nicht mein. Aber ich muss mal Pfeile in Auftrag geben, weil sonst kann ich da auch nicht sehr viel helfen. Und das Wasser, was ich rausgenommen habe, ist noch da, aber das Fleisch nicht. Oh, es kommen immer mehr. Ich bin ja unterwegs, extrem. Ich komme. Oh, da ist noch ein Nest. Und das ist leer. Ein Nest. Es leckt so sehr im Inventar, ich kann nichts machen, ey, es kotzt mich so ja, an. Ja, Inventar ist echt schwierig, also es das leckt immer extrem. Und immer mehr, es sind bestimmt 50 Stück jetzt schon hier. Was? Ich brauche Hilfe. Jetzt. Ja, extrem, ich wünsche dir viel Spaß, danke fürs dabei sein in diesem Let's Play. Ja, da ist die Basis gleich hinüber. Ja, ich komme ja schon, ich kann nichts dafür, dass ich weiter weg war, um Pfeile, also Federn zu suchen. Oh ja, Gott. Ich komme, warte, ach, extrem, das ist doch ein Witz. Genau, ein Witz. Du weißt ja, wie stark die Zombies hier in dem Mod sind, ne? Ja. Und dann hier alleine so. Hallo, ich schieße hier schon die ganze Zeit auf die Zombies. Jo. Ist hier eine Leiter oder sowas? Ja, da drüben. Du musst da auf den Kackstift rüber. Bring, mit dem Bein. Ja. Du musst da rüber springen, ja. Wichtig ist die Kreischerin. Töte den Fackelträger. Ja, ich will allgemein jetzt hier. Die Kreischerin eine verpasst, so. Oh, die liegt sogar. Oh. Arsch, am Arsch laufe ich darüber. Oh. Oh, sie ist tot. Jawoll. Alter, sind das viele. Okay, jetzt reicht es.
Nahkampf-Challenge! Ja, ich mach die ganze Zeit Nahkampf-Challenge, weil ich keine Pfeile habe. Nahkampf-Challenge. So, das war meine Nahkampf-Challenge. Okay, ihr wollt Nahkampf-Challenge? Die könnt ihr haben! Extrem, wo bist du? Nahkampf-Challenge! Ich halte die anderen auf! Grüß dich, Sain! Ich halte die anderen auf! Stirb, du Nutte! Was? Hm? Die Nutte, was? So, das ist ein ganz normaler Beruf, den kann man erwähnen. Nutte? Ja. Du Sohn einer. Was arbeitet deine Mama, du Nutte? Ja, komm, da ist er. Ist der große Name praktisch. Oh Gott. Nütchen! Komm mal mit Nütchen! Hallo, Püps. Alter, du siehst aus wie eine dicke Frau. Sag mal, jetzt wirst du aber. Boah, hat der Frau gesagt? Oh, der Holzklippe ist gar nicht mal so übel, muss ich gestehen. Aber wenn man immer schön den Kopf trifft, geht das ganz gut. Ja. Man muss nur immer ein bisschen schlauer sein als die anderen. Komm her! Komm her! So, einmal Loot, nice. Geil, Brot. Da haben wir jetzt hier echt gut weggefetzt. Ja. Alter, 30 Schießpulver. Geil. Geil. Oh, Patronen, Alter, geil. Alter, eine Sporttasche. Leichen schön auseinandernehmen. Kann das sein, dass die Taschen spawnen? Also, du hast irgendwie essen. Das Gefühl, dass momentan alles spawnen, ne? Die Nester auf jeden Fall. Bei den Leichen, bei den Taschen bin ich mir unsicher. Aber wenn hier eine Tasche in der Nähe gelegen hätte, hätten wir die doch gelootet. Ja, aber die sieht ja auch relativ auf dem Bordstein 1 aus. Bordsteinig aus. Diese Bordstein. Es war ganz kurz, ganz lustig. Ja, ne? Und dann war es auf einmal nur noch. Ja, das war's. Ja. So, soll ich schon mal ein paar Stacheln hin, Stefan? Ja, ich wollte das warte mal, ich gebe euch meine Stacheln. Ich versuche, denn in der Zeit nochmal nach Nestersuche zu gehen. Warte. Wir müssen die Hügel hier vorne wegmachen, weil, doof und so. Die müssen weg. Das ist ja sonst albern und doof. Okay, Base-Schutz. Oh, nice, ein Painting gefunden. Das sieht ja cool aus. Dann müssen wir halt zur Not die erste Horde mit Nahkampf bestehen. Das sollte ja auch noch machbar sein. Ja, aber, genau. Vor allem, dass ein gebrochenes Bein mit klinisch eine Stunde hält. Oh, warte mal, ich bin durstig. Eine fucking Stunde. Besser als nichts. Ja, besser als zwei. Ja, eine Stunde ist besser als zwei. Da hast du recht, Kili. Oh, ich hack schon mal das hier weg. Was hackst du weg? Ja, hier ist doch was im Weg. Ja, Sain, wir nehmen gerade auf, wieder ein Live-Let's Play. War nicht, dass die plötzlich hier drunter buddeln, ne? Ups. Das ganze Gebäude wackelt, seht ihr das? Was? Meine Aufnahme hat das ganze Gebäude gewackelt, sah ein bisschen angsteinflößend aus. Vielleicht stürzt alles ein. Ich stell dir mal vor, das kippt einfach so mal weg. Oh, wäre es geil. Das war jetzt schon wieder. Also, ich würde es mega geil finden. Aus Wahnvorstellungen. Du hast Wahnvorstellungen, mein Freund. Du. Ne, nicht wahr, Kleiner? Achso, ich habe nur gerade mit meinem Zwerg geredet. Nicht wahn? warte. Ja, gut, komm, Dan. Ja, ich hab's jetzt auch mal verdient, ja. Wow, also, ganz ehrlich, also, das war wirklich, also, es war echt. Das ganz, also wirklich, das war ganz, ganz schlimmes Niveau. Ganz, ganz schlimmes Niveau. Lass das lieber Spongy machen. Ah, echt, lass lieber Leute mit Erfahrung machen, die können damit umgehen. Du bist verdammt auf Weg. Hallo, könntest du eventuell mal aufhören? Ich hab zu tun. Mein Gott, der Extrem kann es auch nicht sehen, wenn andere Leute arbeiten. Achso, das ist das Ponti. Ich dachte schon, Kili wäre das. Ja, Herr Halgen. Ja, klar. Meistens ist der Kili im Weg, deswegen. Natürlich. Obwohl, es tut mir leid, aber da muss ich den Extrem zustimmen. So leid es mir tut, Kili, und es tut mir wirklich sehr leid. Du kannst an meinen Augen ablesen, die ich in einer Gasmaske versteckt habe. Ih, Alter. So, oh, Alter, das sah schrecklich aus.
Ich hatte gerade einen Schatten gesehen, weißt du, so hier praktisch einen Kopf und zwei Arme. Ich dachte gerade so, huch. Huch, was sagst du denn? So, ich trinke jetzt ein geiles Bier. Benutzen. Ja, Walli. Ist übrigens Quatsch. Ist übrigens Quatsch, dass, wenn du Bier trinkst, dein Flüssigkeitshaushalt praktisch aufgefüllt wird. Ist Quatsch. Ja, dezent. Sag mal, Bier dehydriert. Die auch, oder was, Monty? Ich muss eine neue Schaufel craften. Oh, ein Toolhead Iron Schaufel, Alter. Hier muss man ja so viel craften, wenn niemals fertig mit irgendwas hier. Das ist mein Reden. Ja. Ja, ist halt praktisch eine sehr lange Zeit. Ja, weißt du? Zeit. Und eigentlich wollten wir zum Trader, ne? Denn die Zeit ist gekommen. Da kam die Kackkreischerin. Ja. Doch zeitig wurde es dann. Ja. Nö, es, du könntest nicht mal. Es zeitete schon sehr. Ja. Es hat quasi das Zeitliche gesegnet. Ja, richtig. Er streichelte die Zeit den Kili. Die Zeit rannte nur so davon, keine Ahnung. Ja. Meine Damen und Herren, der Kili. Am Buddeln. Am zeitlichen Buddeln. Pass auf, bevor sich das Zeitliche segnet. Richtig. Oder Kili, kannst du dich noch erinnern, als wir eine ganze Zeit lang buddelten? Ja, das war schön. Und das zum Ende einer Folge hin? Ja, ja. Erinnerst du dich, Kili? Ja, ich erinnere. Weil es Zeit wird. Wie schön du damals abmoderiert hattest. Ja, das war wunderschön. Und auch pünktlich und so. Und das auch gemerkt hattest, dass und ohne Überlänge ist. Und ohne Überlänge. Ja. War schon nice. Also es war einer der besten Auftritte. Also war schon schön, ne? Aber kriegt man ja nicht nochmal hin. Nee, nächstes Jahr höchstens wieder. Ja, also wollte ich ja auch nicht überstrapazieren. Das Kontingent ist erreicht, ja. Ja. Deine Stelle wurde wegrationalisiert. Ja. Nächste Aufnahme übrigens ohne Kili. Ihr könnt euch jetzt bewerben bei bei Extreme und derspontyorg.com. Genau. Ja. Org. Warum? Bei uns heißt das Org. Ja. So, jetzt wo der letzte Erdhaufen auch weg ist, können wir auch die Folge beenden. Ja. Wenn ihr die Sicht von den beiden Chaoten sehen wollt, links in der Beschreibung. Ja geil, wir buddeln und Extreme Hautholz, ne? Typisch. Ja, echt. Stacheln, ja. Mann. Also, links in der Beschreibung, Extreme zieht sich raus nach der Aktion. Genau, und nach meiner Aktion vor allem. Und wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder bei einer neuen Folge. Tschüss.